Hallo Olli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmerz, euer alter Knacker aus dem Bossengeschichten in Bremen. Wienerwald, so schaut's aus. Nein, ich bin nicht krank, ich bin nur verrückt. Macht nichts. Es ist Ausgangssperre. Wir sind in Neulenkbach und wir dürfen nicht mehr in Menschenansammlungen, denn das Virus wird uns alle fressen. Und das ist super, denn die Kinder sind zu Hause, wir werden aufräumen, wir werden das Kindergarten weitermachen und wir werden so richtig umbauen. Leute, ich habe ein Brot gebacken. Katastrophe, das ist zu hart. Aber lecker. Und jetzt ist die Frage, wie schneiden wir es? Und da bin ich drauf gekommen, oh, in der Werkstatt habe ich noch die hier. Unsere Griff- und Stift-Brotschneidemaschine. Ach, die ist so toll. Die habe ich als Kind schon verwendet. Also meine Eltern haben das gekauft, als ich so 5 Jahre alt war. Und heute werden wir das wieder in Betrieb nehmen. Schauen wir uns an, was passiert. Jetzt wird spannend. Ich nehme euch mit. Das wird wunderbar. Der Wenzel traut sich gar nichts mehr sagen. So, ich mache da einen Fokus. Schnapp meinen Schlapfen. Diesen Schlapfen, den müsst ihr euch mal anschauen. Der ist doch... doch super schlaff, oder? So, wir gehen. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich das mache. So, so. Meine Frau wird gleich urschimpfen. Da sind sie schon alle, meine Lieben. Ja, und die warten schon auf Frühstück. Jetzt werden wir uns das da mal anschauen. Schieben wir da die Äpfel zur Seite. So, schauen wir mal. Werden wir da mal dokumentieren. Eine goldene Gräf. Eine dreckige Gräf. Die hat keine Typenbezeichnung. Ui, die gehört geschmiert und geputzt. Und man kann hier einstellen von 0 bis Dreck. 0 bis Dreck. Ich werde das jetzt mal grob reinigen und dann hole ich euch wieder dazu. So, wir haben jetzt grob gereinigt und jetzt kommt der wirklich grausliche Teil. Jetzt schauen wir einmal da rein. Ist das jetzt ein Rechts- oder ein Linksgewinde? Das ist ja, wenn ein Gewinde das nicht aufgeht. Es geht hinten da. Es geht nach rechts auf, haben wir da. Ja. Nach rechts, es ist ein Linksgewinde. Unglaublich. Na, es ist gar nicht dreckig. Ich habe jetzt erwartet, da kommen 100 Kilo Brotbröseln raus. Ein Schmarrn. Ist ja harmlos. Es ist soweit. Wir haben eine hochprofessionell verlegte Stromleitung installiert, die über die zwei Mädels von uns bewacht wird. Die haben wir selbst persönlich mit dem Griff alles Schneider verbunden. Es sind alle gespannt. Der Wenzel, der Nino, der Justin, die Lisa, die schaut urbegeistert. Und jetzt präsentiere ich das harte Brot. Beweis? Holz ist weich dagegen. Und schauen wir mal, was der Griff alles Schneider dazu sagt. Ist nur die Frage. Schaut euch, wie haarscharf das da passt. Das ist ja genial. Jetzt brauchen wir jemanden, der filmt. David Wenzel kann das. Komm mal rüber da. Dann machen wir den Klover zu. Haltest das da hin. Schön drauf, möglichst gerade. Du machst einen Sicherheitsabstand von 10 Metern. Jetzt schauen, wo du die Kamera hin. Ja. Das erste Brot ist geschnitten, wir waren erfolgreich. Wenzel, du filmst total daneben. Ja, total daneben gefilmt, das ist unglaublich. Kinder. So, noch ein Versuch. Inzwischen sind wir hier gerade, das muss man einmal dazu sagen. Und jetzt... Es ist nicht laut. Jetzt geht's weit. Perfekt.
perfekt geschnittenes, perfekt Brot. Bitte schön, Frau Doktor, Sie können schmieren. Wir machen weiter. Vier Kinder, vier Scheiben, ne? Habe ich das richtig gerechnet? Dann müssen wir nur noch zwei machen. Minzel, kommst du mal herüber, bitte? Ja. Wie geht das? Muss man da auf das Ding da ganz fest draufdrücken? Da kommt's raus. Das ist toll, jetzt habe ich ja den Kameramann. Aber jetzt sind wir hier. Vielleicht sollte ich das Holz auch mit der schneiden. Da kann man nur sagen, kommt ins Kinderkram, da könnt ihr euch diese Maschine live anschauen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, irgendwo im Eitel-Kinderkram.